Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir stehen immer noch vor der Entscheidung, dort unten reingehen oder nicht. Ich glaube, hier war das, wo das miese, riesige Vieh stand. Der gute Davidson, da hinten steht er. Entler sagt, oh. Du der, der meine Sippe tötet. Entler sagt, du musst sterben. Jetzt habe ich dich. Es ist lustig, was mir in den Kommentaren gesagt wurde, dass der Typ friedlich ist. Ich sehe es. Ich sehe es, wie friedlich der Kerl ist. Ein richtig netter Zeitgenosse. Alter, ich brauche eine andere Waffe. Alter. Welcher Penner hat mir in den Kommentaren gesagt, dass der friedlich ist? Unfassbar. Warte mal, nehmen wir den Flammenwerfer vielleicht? Hm. Komm, wir probieren mal den Flammenwerfer. Oh, oh. Hey. Hallo. Nee, so viel bringt der... Oh, ging den jetzt nicht. Boah. Das war knapp, wir brauchen dringend ein Stimpack. Aber wir haben ja 27, das passt. Und eine Waffe, die ballert. Irgendwas. Was denn damit? 32 Schaden macht das Plasma-Gewehr, das nehmen wir. Au! Au. Warte. Trefferchance sind 0. Jetzt aber. Nein, jetzt nicht mehr, verdammt. Du Pisser. Jetzt. Den kann man gar nicht anvisieren, den Typen. Ne. Alles eh gleich tot. Und zwar jetzt. Ich hab. Boah. Davison Schlüssel, Maulwurfsrattenfleisch und Stoßstangenschwert. Alter, ist das krass. Das nehmen wir mal mit. Das hat zwar zur Folge, dass wir vollends überladen sind. Ja, vielleicht können wir irgendwas wegschmeißen, weil das Schwert ist ziemlich krass. Haben wir nicht hier irgendwas? Was ist denn das hier? Sensormodul. Komm, das schmeißen wir mal weg. Karawanendeck schmeißen. Ne, können wir nicht wegschmeißen, okay. Munition, Hilfsmittel. Haben wir da noch irgendwas, was wir vielleicht fressen könnten? Hier, das Wasser zum Beispiel. Komm. Scheiß darauf, Red. Noch ein Redaway hinterher. Maulwurfsrattenfleisch, komm. So. Weil das Schwert sah ziemlich cool aus. Ja, kriegen wir in den Kommentaren noch gesagt, dass die einem nichts tun. Also der Typ. Hat echt super geklappt. Der war echt freundlich zu mir. Der war so nett, dass ich ihm gleich mal die Birne weggeholzt habe. Flammenpatronenwerfer können wir vielleicht. Warte. Ja, doch, das funktioniert. So, das war... Wo waren jetzt dem sein Zimmer? Ich glaube, hier oben rum. Ne, hier war das nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder auf die Karte gucken. Warte, ich bin schon wieder verwirrt. Ah, hier lang und dann rechts. Okay. So, und dann hier runter. Tada! Hier sind wir richtig. Richtig, wichtig. Bleistift haben wir da noch. Ich komm, Hilfe. Und den Aktenschrank durchsuchen wir natürlich. Da ist nichts drin, okay. Da ist auch nichts drin. Wunderbar. Da ist auch überall nichts. Ein Hauch voll nichts. Und da können wir wahrscheinlich den Schlüssel benutzen, ne? Nee. Können wir nicht? Was ist das? Stromschalter. Ach, das aktiviert die Treppen hier. Alter, wo geht's denn hier hin? Wo sind wir hier gelandet, bitte? Naja, dann speichern und drücken. Alter. Eine Lackierpistole. Sag mal, eine Kernspaltungsbatterie ist ja alles schön und gut. Aber wo sind wir hier? In der Kanalisation also. Aber wofür haben wir den Schlüssel? Wo ist der überhaupt? Schlüsselanhänger? Wir haben doch vorhin Schlüssel von dem Typen mitgenommen, oder nicht? Hilfsmittel, vielleicht ist er hier dabei. Ne. Hä? Ich weiß halt auch nicht...
wo es hier jetzt hingehen soll, was hier gleich ist. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wieder ganz viele Maschinenräume. Leere Colaflaschen, Kernspaltungsbatterien, das bringt uns halt nur leider alles nichts. Lackierpistolen, Stromleiter. Ich schau mal kurz auf die Karte, wo wir gerade sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier gleich zu irgendeinem Ausgang oder sowas kommen. Ja, da unten kommt nämlich eine Tür und noch ein Weg nach rechts. Und hier ist noch eine Tür. Mit einem sehr beruhigenden Zeichen daneben. Ah, hier ist schon mal eine Werkbank. Sehr beruhigend. Nachladebank. Hier, wir können die ganze Munition zerlegen. Da habe ich jetzt aber gerade keine Lust drauf. Nicht unbedingt in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden. Da ist eine Leiter. Wo geht's denn da hin? Speichern. Leiter zum Mojave Ödland. Da geht's wieder da draußen, hä? Ach was. Ja, sieh mal einer an. Sind wir hier hinten also? Der ist zwar ganz nice, aber ich will ja gar nicht nach da hinten. Ich will ja da unten weiter stöbern. Aber gut zu wissen, dass es da so einen Notausgang gibt. Was ist hinter dieser Tür? Die leuchtet mir nicht so hell. Hallo. Alter. Krass. Hm. Hier haben wir wieder eine Werkbank. Okay. Hier haben wir irgend so ein Maschinenpult, die man aber sowieso nicht mehr betätigen kann, weil sie alle am Arsch sind. Größtenteils zumindest. Raumanzughelm. Kein Gewicht, den nehmen wir mit. Weltraumanzug. Warum? Ich meine, den können wir gerne mal anziehen. Aber warum? Ich meine, gut, wir sind in der Weltraumstation. Das würde Sinn machen. So, guck mal hier. Ist aber irgendwie geil. Ich würde den gerne behalten. Ob das irgendwie machbar ist? Okay, der macht uns halt echt strahlenresistent. Und hat 10. Ja, eigentlich kann man den sogar anziehen, ne? Aber dann schauen wir, dass wir hier noch irgendwas wegschmeißen oder aufessen. Knuspriges Eichhörnchen. Ja, damit. Guck mal, jetzt sind wir in einem Weltraum. Ich finde das irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie knuffig. Oh, was ist das? Einfach nur eine zerstörte Maschine, natürlich. Mit einer Truhe und einer Kaffeetasse dahinter. Irgendwie komisch hier drin, ich weiß auch nicht. Aber ich mag den Raumanzug. Erinnert mich ein bisschen an Dead Space. Ach komm, wir können jetzt ja sogar hier so drehen, guck mal. Finde ich irgendwie lustig. So. Ja, wir lassen das mal auf. Für was der Schlüssel jetzt genau gut war, weiß ich zwar immer noch nicht. Weil hier ist ja nichts, was abgeschlossen ist, ne? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben jetzt noch eine Stelle, wo wir noch hin können. Das ist hier unten. Ah, dafür war der Schlüssel gedacht. Ob ich da hin will? Wer bist du? Harland. Komm und hol's dir, du großes Dummes. Hey, sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind sie? Ich schau mich hier nur um, das ist alles. Und selbst? Vielleicht haben sie da draußen einen Haufen unsichtbarer Monster bemerkt. Ich versuche hier drin am Leben zu bleiben. Wer ist denn das? Was wissen sie über die Kreaturen da draußen? Ich töte sie, sobald ich sie sehe. Darum hatten wir wenig Zeit, uns bekannt zu machen. Sie sind zwar schwer zu sehen, aber in Sachen Taktik sind sie nicht sonderlich schlau. Oder wenn es Fallen auszuweichen gilt. Und wie sind Sie in diese Falle geraten? Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar,
Natürlich. Ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hierunter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Ach so, naja dann. Und was waren das für Leute, die Sie zur Arbeit begleitet haben? Hm? Oh, sind Sie oben noch nicht über Brights kleinen Kult gestolpert? Ein wirklich harmloser Haufen. Religion und ich kamen nie gut miteinander aus, aber sie sind nette Gesellschaft. Und man hilft sich gegenseitig. Naja dann, und wie konnten Sie überleben? Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren. Und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt. So, dann ich bin mal weg, ne? Bis später. Ich würde ihm ja gerne ein bisschen helfen da oben. Ich meine, will der hier nicht wieder raus? Sieht schon, ich würde ja gerne das Eck finden, wo er scheißen geht. Ist das hier? Eine Bärenfalle? Ne, wir tun da nichts. Ach, dem hat's das Bein zerfetzt. Okay. Ah, verdammt, Alter. Ja, und ich laufe auch in die Bärenfalle rein, weißt du? Ich bin ein echter Profi. So, was haben wir denn hinter dieser Tür? Hoffentlich nicht das Kacke-Loch. Alter. Ich habe doch nur die Medizin da hinten gesehen. Wieso werde ich denn dafür bestraft? Okay, Arzttasche. Und ein Stimpack. So. Speichern. Ich will nur zu diesem Medizinkoffer hier. Mehr nicht. Und da ist ein Terminal. Mit einer Selbstschussanlage. Das ist ja beruhigend. Da gehen wir mal nicht hin. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Alter, das kann doch nicht wahr sein, diese verkackte Kasse. Leck mich. Ich gehe. Weißt du, ganz ehrlich, ne? Ich hätte ja mal sagen können, dass da noch aktive Fallen am Start sind. Was für ein Penner. So, wo sind wir jetzt? Was? Wieso schießt denn der jetzt auf uns? Guck mal. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass dem Typen nicht mehr zu helfen ist. Kommen wir hier rüber? Okay, wir kommen da gar nicht lang. Ich meine, wenn ich den Typen schon töte, ganz ehrlich, möchte ich noch looten. Hä? Sag mal. Willst du mich verarschen? Jetzt bist du da hinten? Kannst du dich teleporten oder was? Na komm, bleib stehen. Bist denn so feige? Hm? Warum du so feige bist, Alter? Joa, vielleicht hätte ich ein bisschen feiger sein sollen, denn wir sind tot. Das ist ja wunderbar. Und jetzt stecke ich hier fest. Alter. Na, reicht schon. Okay, wir haben nicht so eine Reichweite. Scheiße. Boah. Okay. Noch zwei Stimpacks reinballern. Wir haben ja genug. Und dann holen wir uns den Penner. Wo ist er denn? Da hinten. Treffer. Naja, er wollte es ja leider nicht anders, ne? Tut mir ja sehr leid. Harlands Schlüssel, cool. Und ein Jagdgewehr. Das nehmen wir mit, das macht mega viel Schaden. Und schon wieder haben wir keinen Platz. Das ist doch zum Teufel, ist das doch. Hier, 10 Hundefleisch. Her damit. So. Jetzt frage ich mich nur... Warum der Schlüssel? Wo hat der Typ hier eine Tür, die man benutzen kann? Da vorne. Nee.
Da ist gar keine Tür. Ich hab schon Hallos. Hier muss es ja irgendwo eine Tür geben. Oder eine Truhe oder eine Kiste, mit der man die... wenn man den Schlüssel gebrauchen kann. Da unten wahrscheinlich auch eher weniger. Oh, oh. Nein, Hilfe! Hm. Hm. Wenn ihr da was wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich verlasse jetzt mal diesen grauenhaften Ort. Und ich würde sagen, wir begeben uns da mal so langsam wieder raus aus diesem... aus diesem gar wunderschönen Örtchen hier. Und gehen mal wieder nach oben. Wo müssen wir dafür lang? Hier, lokale Karte. Rechts halten sollten wir uns. Und dann gehen wir so langsam mal wieder hoch. Und schauen wir, dass wir den Typen treffen, der ja unbedingt noch mit uns quatschen wollte. Da gab es ja auch noch einen netten Herrn. Der unbedingt mit uns reden wollte. Ich hoffe mal, wir waren hier schon und hier steht nicht gleich wieder so ein Vieh vor mir. Ach. Wir sind im Gefängnistrakt. Da waren wir noch gar nicht. Cool. Wunderkleber. Naja. Wunderbar. Hahaha. Mach mal Licht. Altmetall, Schrauber, Kernspalte. Hier ist ja nur Scheißdreck. Naja, mit dem Gefängnisschlüssel kann man einiges anrichten, habe ich das Gefühl. Hier ist auch nichts. Zumindest nichts Brauchbares. Mal hier schauen. Ah ja, guck mal. Toll. Ja, was haben wir hier? Nur alte Fässer. Eine leere Nuka-Cola-Flasche. Und hier drüben? Jede Menge nichts. Das ist ja schön. Freue ich mich. Aber gut, dass wir hier waren. Auf jeden Fall. Es hat sich sehr gelohnt, möchte ich fast schon sagen. Mit einem ironischen Unterton. Naja, dann... wo kommen wir hier hin? Wahrscheinlich... Ah, warte mal. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Interessantes. Ein Hammer, Stromleiter, wunderschön, wunderschön. Einfach nichts. Ich freue mich. Ja gut, wir haben hier unten aber auch, glaube ich, einiges mitgenommen. Von daher glaube ich, wir gehen jetzt echt langsam mal wieder hoch. Sofern ich dann den Ausgang finde. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge dann aufmachen, um den Typen zu finden, der unbedingt mit uns reden will. Wie gesagt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht an einer friedlichen Einigung interessiert ist. Wobei man das bei denen ja auch nie weiß. Hat man ja gerade bei Harlem gesehen. Ob der schon mal den Harlem Shake getanzt hat? So. Wir sind wieder oben. Wunderbar. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge... Warte, nee, Moment. Noch nicht in der nächsten Folge. Wir gehen erstmal da hoch. Ich schätze mal, wir sind richtig hier. Und er hat ja was von der Metalltreppe gefaselt. Oh, guck mal. Kronkorken, Mikrofusionszellen und Plasmagewehr. Nice. Warte. Waffen. So. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge betreten wir dann wahrscheinlich diese Tür da hinten, um mit dem Typen zu quatschen. Und dann wollen wir nochmal schauen, was der gute Mann uns zu erzählen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Ja, da wurden wir von gleich zwei Typen in einer Folge hintergangen. Erst der gute Davidson, der seine Männer rächen wollte. Das kann ich noch einigermaßen verstehen. Aber was der andere Typ von uns wollte, dieser Ghoul, ich habe keine Ahnung. Ich meine, der sieht doch, dass wir mächtig sind und dass wir haben einen Raumanzug. Hallo? Wir können doch nur gefährlich sein. Hat den anscheinend relativ wenig interessiert. Ich würde sagen, in der nächsten Folge suchen wir mal den anderen Ghoul, der mit uns reden möchte. Und vielleicht knallt der uns ja dann nicht gleich eine Kugel in den Rücken. Bis dahin.